Konstanze Stolz, eine der besten Laserseglerinnen, die wir haben, aus Düsseldorf ursprünglich. Du wohnst jetzt in Kiel. Irgendwann muss man aus dem Süden mal hoch, um an der Küste zu trainieren. Habe ich damals auch gemacht, genau den Bereich, um in der Welle zu trainieren. Du bereitest dich jetzt auf Olympia vor, Olympia in Rio. Wie ist da der Stand für dich? Naja, also wie gesagt, ich bin jetzt im letzten Jahr, habe ich mein Abitur zu Hause in Düsseldorf gemacht und bin seitdem eben nach Kiel an den Olympiastützpunkt umgezogen. Sag nochmal, wie alt du bist? 18 Jahre. Ja. Also für meine Mama ehrlicherweise nicht so der einfachste Schritt, für mich auch nicht der einfachste Schritt, aber einfach das Segeln ist halt meine Leidenschaft, es macht unheimlich viel Spaß und ich wollte das einfach jetzt und dementsprechend war die Zeit dafür dann auch gekommen. Und meine Vorbereitung sieht eben folgendermaßen aus, dass ich halt mit der Trainingsgruppe des Deutschen Seglerverbands zusammenarbeite. Wie viel seid ihr da inzwischen? Wie viele Frauen bewerben sich um den Olympiaspot in Deutschland? Also effektiv sind wir halt 4 feste Mitglieder in der Trainingsgruppe vom Bundestrainer. Und seid ihr alle so auf einem Niveau, ne? Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, sage ich mal. Wir haben alle, glaube ich, noch relativ viel Potenziale in jeglicher Hinsicht so, weil wir alle noch relativ jung sind. Und auch so ein bisschen der körperliche Zustand, sage ich mal, von mir jetzt als Jüngster aus der Gruppe mit 18 Jahren im Vergleich zu einer 25-Jährigen oder so ähnlich natürlich noch bearbeitungsbedürftig ist. Aber ich denke, dass wir da alle auf einem guten Weg sind und jetzt insbesondere auch die Wintermonate wirklich intensiv genutzt haben, um da halt große Fortschritte zu erzielen. Und das wird sich jetzt auch so im Laufe der Saison zeigen, dass das hoffentlich Früchte trägt. Großes Thema, gerade im Laser, weil es auch eine sehr leichte Jolle ist, ist eben das Gewicht. Eigentlich spricht man ja nicht so gerne über das Gewicht irgendwie, ne? Und trotzdem sag mal, oh, du musst zunehmen. Hört sich skurril an, aber wie sieht das aus? Klar, besonders als Mädchen ist es halt einfach so, alle deine Freundinnen in deinem Alter, so mit 18 Jahren oder so, sind nicht unbedingt drauf bedacht, hey, ich möchte jetzt unbedingt 6 bis 8 Kilo zunehmen. Aber wenn du musst 6 bis 8 Kilo? Ja. Es ist jetzt so allmählich auch schon geschehen, nennen wir es mal so. Insbesondere, weil natürlich als Sportlerin möchte man ja auch keine sogenannte bewegte Masse dazu bekommen. dementsprechend ist es aber einfach so etwas, was zum Sport dazugehört. Wenn ich mich für den Leistungssport entscheide, dann entscheide ich mich für alles, was dazugehört. Und wir haben jetzt unheimlich viel Massetraining gemacht, sage ich mal. Hohe Gewichte waren viel im Kraftraum. So mein zweites Wohnzimmer so ungefähr mittlerweile, der Kraftraum in Schilksee. Aber es macht Fortschritte. Musst du dann auch an der Gabel trainieren, sage ich immer, also richtig ordentlich essen dann auch parallel? Ja, das auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch beim Krafttraining, das wird selten, wird selten so gesehen, dass man neben dem Krafttraining immer auch so viel essen muss. Also das ist auch so ein Prozess, das muss man einfach lernen. Das Krafttraining an sich mache ich schon relativ lange, aber der wirkliche Zunahmeeffekt kam eigentlich erst dann, als man sich dran gewöhnte und ungefähr so die Relation hatte, was man nach welchem Training halt zu sich nehmen muss. Auch die Zusammensetzung, sage ich mal, des Essens, weil ich sage mal, 3 Tafeln Schokolade ist nun mal nicht unbedingt so die richtige Sportlernahrung im Verhältnis zu dem guten proteinreichen Essen. Was ist da das Gewichtsziel? Was ist Optimum für ein Laserradial? Ist immer größer abhängig, aber man sagt, so 68 Kilo sind so ungefähr das, was angestrebt sein sollte. Es gibt ja da so eine Irin, weiß ich, Anneliese Murphy, glaube ich. Ich habe die mal gesehen, das ist ja ein Tier, eine Ecke. Ich glaube, die fährt auch alles in Grund und Boden bei viel Wind, aber wenn man wenig Wind, segelst du, glaube ich, nicht so gut. Ist das genau so der Range? Guckt man, ich meine, wachsen kannst du ja nicht mehr, aber dass man sich schon auf irgendwelche Stärken, auf ein Revier zum Beispiel vorbereitet, da brauche ich eben nicht so viel Gewicht oder da brauche ich vielleicht mehr? Ich glaube, man sollte so eine Grundkonstitution haben. Man sagt so im Laser zwischen 66 und 68 Kilo, die braucht man einfach, um halbwegs mitfahren zu können. Und natürlich ist es bei mir im Moment auch eher so, dass ich meine Stärken im leichteren Wind sehe. Einfach weil da, sage ich mal, dieser physikalische Hebel, der nun mal bei Analyze zum Beispiel mit fast 10 Kilo mehr als ich, dann einfach ein ganz anderer ist. Also da ist das halt nicht mehr so signifikant. Aber gut, es ist halt immer gefährlich, wenn man nur in den Extremen wirklich gut ist. Und das ist immer schade, wenn halt
sage ich mal, ab unter 15 Knoten oder so ähnlich dann gar nichts mehr geht oder umgekehrt ab 15 Knoten dann gar nichts mehr geht. Also ich glaube, da muss man ein gutes Mittelmaß finden. Ein großer Segelhöhepunkt war damals die ersten Jugend-Olympischen Spiele, wie man das sagt. Du hast die Bronzemedaille damals gewonnen. Ist das, was hat das für eine Bedeutung damals für dich gehabt und denkst du dann noch so häufiger dran zurück? Oder war das überhaupt ein großes Ding für dich? Also natürlich, ich war damals 15, das heißt alles ganz aufregend. Das erste Mal in Asien gewesen. Wo war das? In Singapur. Und das heißt, von den Singapurisis auch ein unfassbares Erlebnis, so wie sie das alles organisiert hatten. Ich muss aber auch sagen, dass ich da so das erste Mal eigentlich wirklich mit einer Drucksituation in Kontakt getreten bin, dass wir da eben auch Ausscheidungen hatten und auch bei mir ehrlicherweise der erste Anlauf der Ausscheidung nicht gut gelaufen ist, dass man halt bis so kurz vor Schluss eigentlich richtig gut dabei war und dann gingen auf einmal so die Klappen zu, sage ich mal, und so dieser mentale Effekt ist da total nach hinten losgegangen und das war, glaube ich, für mich ein riesiger Lernprozess, weil ich da, glaube ich, auch mittlerweile Fortschritte gemacht habe, aber eben nach wie vor auch stark dran arbeite und natürlich so dieses Gefühl, auf dem Podium zu stehen und sage ich mal, zu merken, alle gucken zu einem hinauf und man hat eine Woche lang so hart dafür gearbeitet und dann lohnt sich das. Das ist so ein geiles Gefühl einfach, dass man das doch nochmal haben mag. Aber du tust ja auch alles dafür, nämlich du studierst Psychologie. Genau, aber eben nicht als Präsenzstudium, sondern als Fernstudium. Also es ist halt so, dass ich ein wirklich gutes Abitur jetzt gemacht habe. Welches? Mit 1,2 halt abgeschlossen. Das ist ja unmenschlich. Ja. Naja, es ist halt einfach so, dass ich auch, also mir gerne hohe Ziele setze und eben sowohl im sportlichen als auch im schulischen Bereich da immer viel hinterher war. Und dann ist es halt einfach auch so, dass ich sage, das Segeln, das ist mir jetzt super wichtig, aber nach dem Segeln kommt auch noch eine Zeit und da möchte ich auch einfach was haben, was mir am Herzen liegt, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Und dementsprechend war dann das Studium in Psychologie das Richtige. Aber naja, das Leben des Seglers ist ja selten an einen Ort gebunden. Dementsprechend ist es das Fernstudium geworden, um das optimal verbinden zu können. Und Psychologie, kannst du das dann wirklich auch für deinen Sport jetzt nutzen? Bist du schon in so einem Bereich? Ich meine, so lange studierst du ja jetzt noch nicht. Also ich bin jetzt im ersten Semester, das heißt im Moment bin ich Spezialistin in wissenschaftlichem Arbeiten, Statistik und solchen Dingen. Das heißt, die praktische Anwendung kommt noch nicht, aber das nach und nach so Einfühlen in wie der Mensch tickt und was es da überhaupt für Mechanismen gibt, ist natürlich hilfreich. Ich denke aber, das richtige Anwenden kommt dann so in 3-4 Jährchen vielleicht. Und arbeitest du denn auch schon mit Sportpsychologen zusammen? Ich meine, in der Nationalmannschaft gibt es ja die Angebote. Kannst du das für dich schon nutzen? Das auf jeden Fall, weil das Angebot aus Nordrhein-Westfalen eben schon relativ früh kam. Eigentlich auch im Zusammenhang mit diesen Jugendolympischen Spielen von der Sporthochschule in Köln. Und also ich bin eine recht große Verfechterin von diesem, von der Sportpsychologie, vom mentalen Training. Einfach weil das so große Potenziale sind, die dabei sind und ich auch ehrlicherweise durchaus so ein Typ bin, der da Potenziale zum Ausbauen hat. So, es gibt ja, ich weiß nicht, Robert Harting oder so, das sind so Menschen, die sagen, sie brauchen das nicht, sie sind so kopfstark, das ist so ihr großes Potenzial und bei mir ist es halt einfach so, ich kann da dran arbeiten und da weiß ich auch, was da noch steckt. Weißt du doch, ob das viele Konkurrenten auch machen? Ist das weit verbreitet im Segelsport, also die Arbeit mit dem Psychologen? Also so, was ich jetzt im Freundeskreis so gehört habe, definitiv und ich glaube, das ist auch ein Sektor, der wirklich am Wachsen ist. Ich muss auch zugeben, dass es vielleicht später mal perspektivisch für mich dann der Seitenwechsel wird, dass ich mir auch vorstellen kann, in dem Bereich später zu arbeiten, weil es echt so spannend ist. Man kann sehen, was man noch alles aus einem Sportler rausholen kann, ohne so richtig diese körperliche Fähigkeit eigentlich zu beeinflussen. Wie siehst du deine Chancen, in Rio nachher anzutreten? Ach, das ist immer eine schwierige Frage. Natürlich ist es bei mir einfach so, dass wir alle im Moment, wie gesagt, noch auf einem relativ ähnlichen Niveau sind, viel noch arbeiten müssen. Aber wir alle, also ich werde alles dafür geben, dass das klappen wird. Ich trainiere jetzt schon sehr hart und werde das eben bis 2016 so durchziehen, das Studium auch ein bisschen hinterherstellen. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass das Beste bei rauskommt. Die Nationenquali ist ja bei euch nicht so das große Problem, weil relativ viele Laser-Radial-Segler bei Olympia starten dürfen. Das heißt, ihr müsst euch vier, seht ihr euch schon natürlich als direkte Konkurrenten. Gibt es da Zickenkrieg?
Eigentlich überhaupt nicht. Also klar, man geht sich so am Ende von einem Trainingslager, wenn man zwei, drei Wochen zusammen Zeit verbracht hat, ist es irgendwann so, dann sagt man sich, ja, okay, ist jetzt auch gut, wenn wir uns 3 Tage mal nicht sehen. Aber an sich verstehen wir uns richtig gut. Wir verbringen auch sehr viel Zeit im Kraftraum zusammen, achten darauf, dass wir gegenseitig die Übungen auch wirklich gut kontrollieren, dass jeder sich da nicht irgendwie körperlich verletzt, was ja auch eine Gefahr beim Krafttraining durchaus sein kann. Und der Austausch so auf dem Wasser beim Angleichen und all den Sachen ist halt auch wirklich schön. Also bin ich sehr glücklich mit. Ist ja eigentlich auch ganz angenehm im Laser, weil jeder hat das gleiche Material, da kann keiner irgendwelche Geheimnisse haben, wie das vielleicht in anderen Bootsklassen ist, und das hilft, und eigentlich ist auch jeder vom anderen abhängig, dass das gesamte Team quasi sich auf eine höhere Leistungsebene hieft. Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt nicht so wie in Zweimann-Bootsklassen, jetzt bei Erik und Tommy oder bei den 470ern oder 49er FX, die haben ja automatisch noch immer jemanden im Boot, sage ich jetzt mal. Das ist beim Laser nicht. Und weil ich auch ein recht geselliger Mensch bin, ist es halt so, dass ich einfach auch gerne einen guten Trainingskontakt mit meinen Trainingspartnerinnen habe. Da arbeiten wir alle fleißig dran und ist gut. Dein Höhepunkt ist auch Santander in diesem Jahr? Unter anderem, da haben wir noch eine interne Qualifikation, weil die Laserradialmädchen leider relativ wenig Startplätze für Santander bekommen haben. Also momentan, der Stand ist nur ein einziger Platz. Das heißt, da wird der Kampf drum losgehen. Mhm. Aber da ich eben, wie gesagt, erst 18 Jahre alt bin, kann ich auch die Junioren-Events noch mitfahren. Und da ist die Junioren-Europameisterschaft am Gardasee. Mhm. Für mich so das nächste größere Zwischenziel. Wir werden das verfolgen und wünschen dir viel Glück dabei. Dankeschön. Das ist doch nett. Du kommst nett rüber. Ja, das freut mich.